Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe immer sehr gerne Brot mit Käse gegessen. So. Ich habe abgebissen und das Käsestück war halt noch ganz. Ich konnte halt nicht richtig kauen. Mein Kiefer ist halt falsch zusammengewachsen. Und dann sind mir halt nach und nach Zähne ausgefallen. Der Kiefer wurde, ich bin jetzt ein bisschen härter, aufgemeißelt. Ich habe vor der OP halt tatsächlich auch geweint. Die Ärzte haben gesagt, ey, du wirst die nächsten 2, 3, 4 Jahre vielleicht halt einfach nicht ästhetisch schön aussehen. Hallo und herzlich willkommen bei Deep und Deutlich. Wir haben heute wirklich, wirklich, wirklich tolle Gäste am Start mit beeindruckenden Geschichten. Social Media Star Malte Zierden, Autor und Seenotretter Tobias Schlegel, Dating-Expertin und Psychologin Pia Kavitsch. Ich bin offensichtlich nicht wegzukriegen. Heute vertrete ich Luisa, aber auch da versprochen, sie wird wiederkommen. Was war denn diese eine große OP, von der ich die ganze Zeit rede? Mein Thema fing an mit meiner Gaumenspaltung. Es war eine Gaumennahterweiterung, nennt sich das medizinisch. Mein Oberkiefer wurde chirurgisch aufgebrochen. Da ist ein ich muss schon lachen, es tut mir so leid. Du darfst so viel lachen, wie ihr wollt. Es war echt hart, ich habe es versucht zu dokumentieren. Ich habe das einfach bei Instagram als Medium genutzt und halt einfach ja, gezeigt, was passiert. Habe ein bisschen medizinisch gezeigt, was ja, was war denn überhaupt das Problem? Warum musste das denn gebrochen werden? Ja, ich hatte einen Kreuzbiss. Also das bedeutet, meine Zähne haben vorne nicht so abgebissen, sondern halt einfach tatsächlich durch den Kreuzbiss an der Seite wie ein Kreuz aufeinander gebissen und vorne haben die nie zusammengeklappt. Das bedeutet, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe immer sehr gerne Brot mit Käse gegessen. Ja, so. Ich habe abgebissen und das Käsestück war halt noch ganz. So. Ich konnte halt nicht richtig kauen. Und ja, so ist mein, das war halt so mein kleines Problem. Das habe ich Ewigkeiten noch bis durchs Studium gar nicht behandeln lassen. Weil, aber hattest du das schon immer? Also nach dem Ja, das kam mit der Pubertät, weil mein Kiefer ist halt falsch zusammengewachsen. So. Aber es war halt auch vollkommen okay, weil ich bin da halt nicht dran gestorben. Und es war für mich ein normaler Zustand. Irgendwann war es dann eher so eine oberflächliche Phase meines Lebens, als ich viel Musik gemacht habe, viel auf Bühnen stand, hatte ich Bock, geradere Zähne zu haben. Ich wollte dann einfach cooler aussehen. So, das war einfach der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und daraus ist dann entstanden, dass ich zum Kieferorthopäden gerannt bin, zum einen und den anderen. Und dann wurde mir halt gesagt, dass ich diesen Kreuzbiss habe und dass es eigentlich nur operativ entfernt werden musste. Bedeutet, jetzt kommt's, mein Kiefer oben war zu schmal und muss erweitert werden, also verbreitet werden. Also wie die Lücke da seht, der Kiefer wurde, ich bin jetzt ein bisschen härter, aufgemeißelt. Woo, Party. Ach du Scheiße. Alter. Oh fuck. Ich bin ein Schwellkörper. Schmerzmittel. Wann darf ich wieder feste Nahrung zu mir nehmen? So nach 6 Wochen. Shit. You're beautiful. You're beautiful. Es gibt Menschen, die sich zu klein fühlen und sich chirurgisch vergrößern lassen. Insofern, dass sie sich die Beine brechen lassen und das jeden Tag etwas aufkurbeln, um dann halt im besten Fall 2, 3 Zentimeter größer zu werden. Und dasselbe ist eigentlich mit meinem Kiefer passiert. Und das musste ich halt manuell machen. Ich sah so aus, wie ich dort halt aussehe und habe es versucht, aus der Situation das Beste zu machen. Genau, und das war meine fiese Situation zu der Zeit. Und hattest du, also anfangs hast du ja anscheinend nur gedacht, dass du eine Zahnspange haben kannst und deine Zähne sind ein bisschen schief. Ja, dann kam diese Ansage dieser OP. Hattest voll. Du da Angst vorher voll. Oder warst du voll. So cool? Also richtig toll. Ich habe sowieso super viel Respekt vor Vollnarkosen. Also das ist kompletter Kontrollverlust und dann bin ich total raus. Ich habe vor der OP halt tatsächlich auch geweint, so, war richtig fertig mit der Welt, weil naja, ich hatte halt Angst vor der Situation. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auch aus einer relativ oberflächlichen Phase komme und die Ärzte haben gesagt, ey, du wirst die nächsten 2, 3, 4 Jahre vielleicht halt einfach nicht ästhetisch schön aussehen, so stell dich darauf ein. Das war halt für mich so ein Momentum, den ich eigentlich... Aber wenn du vorher... Eigentlich wolltest du ja nur besser aussehen, ne? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich denke, okay, ich will was machen, damit ich besser aussehe und dann sagt aber jemand, gut, die Konsequenz ist aber, dass du erstmal 5 Jahre scheiße... Nee, nicht scheiße aussiehst, aber so ungefähr. Dann hätte ich vielleicht gesagt, ja gut, dann lasse ich es gleich. Naja, ich wollte es halt auch machen, weil die Funktionalität meines Gebisses nicht gegeben war. Schon, okay. Da muss ich auch noch mal einen kleinen Exkurs zurück machen. Mir sind Zähne ausgefallen, dadurch, dass der Kiefer falsch genutzt wurde. Haben die Backenzähne wurden viel mehr genutzt, dadurch, dass sie jedes Mal nur da
in Gebrauch kommen. Ja. Und dann sind mir halt nach und nach Zähne ausgefallen. Und es ist tatsächlich die nachhaltigste Variante, um das Gebiss mehr oder minder zu retten. Es sei denn, das war die andere Variante, die mir angeboten wurde. Die hätte ich natürlich privat bezahlen müssen, wären Veneers gewesen. Also einmal die Zähne komplett abschleifen und so ein Geißensgebiss draufklatschen. Wolltest du nicht? Nee, also erstens konnte ich es mir nicht leisten und zweitens irgendwie, ja, habe ich das nicht so richtig gefühlt. Das Interessante daran, das war die kleine OP, es folgen noch zwei weitere. Und es folgen noch zwei? Es kommt noch die große. Das war die kleine Operation. Okay, korrekt. Was passiert bei der großen? Wann ist bei der nächsten? Jetzt ist das Ding, dass mein Oberkiefer, ich versuche das mit meinen Händen zu erklären, mein Oberkiefer halt breiter gezogen wurde und somit in die richtige Form geht. Jetzt passiert folgender Schritt, mein Oberkiefer ist mit dem Wachstum in der Pubertät halt etwas schief gewachsen und muss jetzt einmal komplett vom Schädel getrennt werden. Nein, Malte. Muss einmal komplett vom Schädel getrennt werden und dann wird das halt, ja, auf den Spannenden. Wie kann das denn vom Schädel getrennt werden? Also, wirst du rausgeschnitten? Nein, du musst dir das jetzt anatomisch... Ich habe gerade sehr komische Bilder. Der Schädel einfach Kopf. Vor, das Skelett, ja. Das reine Skelett. Und der Kiefer ist mit dem Schädel verbunden. Und den trennst du hier einfach auf. Nein. Den Knochen? Oder also ja, klar. Also der ganze Knochen wird abgesetzt und gerade wieder draufgesetzt. Wann ist das? Richtig wie Einstein. Ich warte jetzt gerade. Ich war vor 3 Tagen beim Kieferorthopäden. Jetzt sind das immer so Momente, wo man guckt, wie viel Millimeter bewegen wir uns schon in die richtige Richtung, damit wir mit dem Kieferorthopäden vorarbeiten für den Kieferchirurgen. Ich schätze, in 2 bis 3 Monaten ist es dann soweit. Ich habe 0 Bock drauf. Aber diese ganze Behandlung dauert insgesamt 4 Jahre. So ich könnte ein Zwischenstadium wählen, wäre aber auch nicht die nachhaltige Variante. Ich könnte jetzt versuchen, mit dem Kieferorthopäden die Zähne irgendwie in die richtige Richtung zu schieben. Würde aber vielleicht in 60, 70 Jahren dann halt wieder das Negativeffekt auslösen. So. 60, 70 Jahren? Dann bist du doch schon 90. So gehen die Zähne doch eh. Ja, nein. Aber mit dem Alter, das wächst, wenn es schief wächst, wächst es. Man wächst sein Leben lang so und auch der Kiefer wächst da auch irgendwo mit. Und wenn er halt in die Schräge wächst, wächst er da halt auch weiterhin. Und das wäre jetzt die nachhaltige Variante, die ich jetzt nochmal mitmachen kann. Und kannst du jetzt eigentlich schon abbeißen und essen? Langsam geht's so. Langsam geht's. Aber ich hab's immer noch, weil ich es mein Leben lang gemacht habe. Ich beiße nicht. Mehr Dieb und Deutlich findet ihr mit nur einem Klick hier. Und hier seht ihr, wie Phil Laude sich als Influencer schlägt. Und wenn ihr unsere Talks in voller Länge sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall in der ARD-Mediathek vorbei.